meine Lieben, und herzlich willkommen bei Knollte TV. Und bei Ragnarök. Ja, ihr kennt sie alle. Diese lieben, lieben Klimakleber. Diese armen, verlorenen Seelen. Sie können im Endeffekt nichts dazu. Man hat sie so erzogen. Ach, halt die Klappe. Sie sollen kleben. Kleben bleiben, wo sie sich festkleben. Bauzaun drum, Umleitung auszuschildern, kleben lassen. Tagelang, bei Wind und Wetter. Aber Ragni... Nenn mich nicht Ragni. Aber Ragni, du kannst die armen Menschen doch da nicht sitzen lassen. Jetzt mag's ja gehen bei dem Wetter, ist auch gerade trocken. Aber die haben Hunger und Durst. Und aufs Klo müssen sie auch mal. Lass sie kleben, sagte ich. Sollen sie sich doch einscheißen. Mir egal. Die haben das nicht anders verdient. Und wenn ihre Zeit gekommen ist, herzlich willkommen in meinem Reich. Ragni. Du sollst mich nicht immer Ragni nennen. Okay, okay. Reg dich nicht auf, Alter. Chill dich an. Nein, wir können sie nicht leben lassen. Wir müssen den armen Seelen helfen. Wir müssen ihnen helfen. Sie sind verehrte Schafe. Ah, babalabab, lass sie kleben, sag ich. Einfach kleben lassen. Nein, das geht nicht. Die können doch nichts dazu. Das ist doch ihre Erziehung. Sie haben alles geglaubt, was man ihnen sagt. Dafür kannst du sie nicht kleben lassen. Bah, lass sie kleben. Sie haben sich besser verdient. Kleben lassen. Nein, 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 nein. Da bin ich gar nicht mit einverstanden. Wir müssen sie runterholen von den Straßen und dafür sorgen, dass sie das nie wieder tun. Das machen wir mit Aufklärung. Wir müssen dem mal sagen, der Klimawandel, der ist gar nicht da. Das ist eine neue Erfindung. Genauso wie dieses eine Virus gar nicht da war. Verschwörungstheoretiker! Weißt du, wie viele Tote ich hier in meinem Reich willkommen heißen durfte, dank diesem geilen kleinen Virus? Nein, 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 nein. Die sind alle, und zwar alle, an der Impfung gestorben. Und sonst nirgendwo dran. Wirklich nicht. Ein Verschwörungstheoretiker vor dem Herrn. Ich kann es nicht mehr hören. Wirklich nicht. Nein, 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 nein. Dann hätte ich ja Unrecht und das Gute hätte Recht. Das geht nicht. Doch, das geht. Denn das Gute gewinnt immer und überall. Meistens. Du hast ja überhaupt keinen Plan. Und außerdem ist das gegen die Meinung der Mainstream. Wenn das rauskommt, Knollte, wenn das rauskommt, dann bist du hier weg vom Fenster. Dann wird dein Kanal gesperrt. Aber sowas von tutti completi sofort. Immer bange machen. Immer die anderen in Angst leben lassen. Wenn wir keine Angst haben, dann passiert uns auch nichts. Und wenn ihr keine Angst habt, dann passiert euch auch nichts. Nehmen wir nur mal das Thema. Nein, 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 bitte nicht. Nicht schon wieder das Thema Wärmepumpe. Das soll doch in einem ganz anderen Video kommen. Lass dir doch mal was einfallen zu den Klima-Idioten. Und die Fridays for Future. Und wie sie alle heißen, letzte Generation. Hoffentlich. Wenn das die letzte ist, was kommt danach? Da kriege ich ja keine neuen Gäste hier runter. Du brauchst sowieso keine neuen Menschen. Weil die Menschen erwachen langsam und die werden jetzt richtig, richtig lieb. Ja, und wenn die richtig, richtig lieb sind, dann kommen die alle nur hier hoch, zu mir. In das wundervolle Paradies. Jawohl, und du kannst dann leer ausgehen und es gibt überhaupt keine letzte Generation. Nicht so lange, bis der Yellowstone ausbricht oder ein Riesenstein vom Himmel fällt. Vorher gibt's die nicht und die werden nicht angekündigt. Dann macht es Butsch und alle kommen zu mir. Und das war's. Nein, 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 nein. Wenn das alles so einfach wäre. Wenn das so, so einfach wäre, mein Freund. Die kommen zu mir. Die Welt ist schlecht. Die Welt ist böse. Schau es dir doch an.
diese Flüchtlinge zum Beispiel. Ja, Flüchtlinge. Flüchtlinge sind immer gut. Nur Hand aufhalten und Randale machen. Die armen Menschen. Vorverurteilen. Vorurteile, genau, das kannst du. Die werden in ihrem Land verfolgt, ja. Und wenn sie vom Hunger verfolgt werden, sie haben Angst um ihr Leben. Die sind in Deutschland herzlich willkommen. Ja, woanders vielleicht nicht, aber die anderen lernen auch noch, bestimmt. Und jetzt lass mal die Klimakleber und die Flüchtlinge in Ruhe. Die Menschen haben auch noch was anderes zu tun, mit dir Schwachkopf zuzuhören. Ah, wer nennt mich hier Schwachkopf? Du hast doch wohl meine Meise und gar keine Ahnung von ich was. Du, immer nur predigen, Liebe, Sonnenschein, ja, nein, das Dunkle gewinnt, das Dunkle. Die Menschen sind böse und sie haben's nicht anders verdient.